Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seruim-Kochkurs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de, um diese Aufnahme euch anzuschauen. Schön, dass ihr heute hierher gekommen seid zu unserem, ich glaube mittlerweile 10. oder 11. Kochkurs, wenn ich richtig gezählt habe. Der erste hier in Stuttgart-Wangen, in unseren neuen Räumlichkeiten. Und ich bin schon sehr gespannt auf das, was uns heute erwartet. Der Tisch ist ja schon gedeckt, aber es ist noch einiges zu tun. Und ich bin gespannt über all das, was wir heute gemeinsam lernen werden über das Thema Rohkost. Ich habe immer so die Angewohnheit, so einen Kochkurs mit einem Bibelwort zu beginnen. Und ich möchte euch einfach eins vorlesen hier aus Johannes Kapitel 4. Da sagt nämlich Jesus in Johannes 4, Vers 32, er sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Finde ich ein ganz passender Bibelvers für einen Kochkurs. Da geht es ja auch hier um viele Speisen, die wir vielleicht noch nie so gekannt haben. Aber bei Jesus geht es eben nicht nur um eine Speise, die vielleicht noch ein neues Aroma hat, nicht eine neue Zutat hat, sondern Jesus hat das als ein Bild verwendet für etwas viel Tiefergehendes. Er sagt nämlich in Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus hat also das Bild vom Essen verwendet, um auch über unser Leben nachzudenken, über den Dienst, den wir tun, auch für Gott. Und ich denke, das wird etwas sein, worüber auch wir heute sprechen werden. Und dazu haben wir eingeladen die Esther Bieling. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Deine Kochbücher sind ein Klassiker in der Welt der vegetarischen, veganen Ernährung. Und wir freuen uns, dass du heute mit uns das Thema Rohkost behandeln wirst. Und ja, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, warum du dieses Thema ausgewählt hast von der Rohkost. Ich habe deshalb dieses Thema gewählt, weil es keine bessere Nahrung und keine bessere Unterstützung für unser Countdown, für unsere Lebensanforderungen, die uns jeden Tag auf uns warten, gibt, als Kraft zu haben, Durchhaltevermögen zu haben und was man so alles dazu benötigt, ein guter Schlaf. Ja, wir haben ja unseren Kochkurs ja deswegen Seruim auch genannt, weil wir festgestellt haben, dieses Wort Seruim beschreibt diese pflanzliche Ernährung, die den Daniel und seine Freunde befähigt hat, klüger, gesünder, stärker auszusehen, nicht wahr? Und das ist genau das, was wir wollen. Im Alltag profitieren von der Nahrung, die wir essen. Was kannst du uns über Rohkost so alles sagen? Was ist für dich besonders wichtig an Rohkost? Ja, vielleicht möchte ich zuerst, was ich letzte Woche entdeckt habe, in Amerika gibt es Schulen, die festgestellt haben, dass wenn Kinder viel Rohkost essen, dass sie viel besseres Wissen und viel bessere Leistung bringen. Also genauso wie damals bei Daniel vor 2500 Jahren. Ja. Das ist immer noch so. Das ist richtig. Schön. Und Rohkost ist vor allen Dingen deckt zwei Seiten. Einmal, wenn ich diese Rohkost wähle, verwende ich dieses Geld oder diesen Einsatz nicht für etwas anderes. Und er ist so eingesetzt, dass ich das Optimale aus den Zutaten machen kann, die der Körper auch wirklich braucht und die auch wirklich die Bedürfnisse des Körpers decken. Ja. Wobei man nicht von allen Zutaten sie erforscht hat, dass sie Superfoods sind. Aber inzwischen bin ich so weit, das habe ich in einer kleinen Karte mitgebracht. Das ist hier eine Beschreibung, für was nur alleine die Zitrone, für was das alles gut ist. Sie stärkt das Immunsystem, sie aktiviert den Stoffwechsel, sie ist antiviral, antibakterielle Effekte, sie ist zur Unterstützung der Blutzuckerregulierung und vieles mehr, auch bei vielen schweren Krankheiten. Und sie empfehlen sogar, dass man dann biologische ganze Zitrone nimmt, also nicht nur den Saft, sondern samt der Schale. Und so wird jetzt nacheinander, wenn sich ein Wissenschaftler die Mühe macht, ein Lebensmittel genauer unter die Lupe zu nehmen, kommt man immer zum selben Schluss. Wahnsinn, was alles in einem Lebensmittel, in einer Nahrung drin ist, in einer Frucht. Mit anderen Worten, also wenn wir einfach uns auf das konzentrieren, was Gott schon uns gegeben hat, da können wir uns viel ersparen und auch viele Sachen einfach dann besser umsetzen im Leben. Was ist denn für dich so der Auslöser gewesen, warum du dich mit dem Thema Rohkost beschäftigt hast?
Der richtige Auslöser war, dass ich eine Pastorenausbildung gemacht habe und wir haben ein Semester Gesundheit gehabt. Ja. Und da habe ich erkannt, dass viele seelische Erkrankungen ernährungsbedingt sind und viele körperliche Erkrankungen seelisch bedingt. Das ist halt also ein richtiger Wechselspiel. Mhm. Und das ist schon viele Jahre her. Aber ich habe nicht aufgehört, in diesem Thema zu arbeiten. Und ich komme immer mehr zu dieser Schluss, dass eben dies, es gibt nichts Schnelleres und nichts Besseres und Billigeres, als wirklich seinen Körper fit zu halten, als einfach mit Rohkost sich auseinanderzusetzen und es auch einzusetzen. Also diese Verbindung von dem, was wir essen, was wir denken, was wir glauben, das hängt alles miteinander zusammen. Ja. Du hast einige Bücher mitgebracht und wolltest uns dazu vielleicht auch was dazu sagen? Ja, Rohkost ist für viele Menschen ein Inbegriff von exotisch. Nur roh, nur roh. Genau, das wollte ich übrigens fragen. Ist es, viele Menschen haben ja vielleicht dieses Bild, Rohkost ist, dass man hat dann so irgendwie grünes und rotes Grünzeug, nicht wahr? Und das isst man die ganze Zeit irgendwie nur. Und ich habe gesehen, es gibt heute ganz viele Sachen, wo ich gar nicht wusste, dass man die aus Rohkost macht. Woher kommt diese, also wie kann man Menschen das beibringen, dass Rohkost mehr ist als nur Grünzeugfutter, in Anführungsstrichen? Weißt du, wie ich meine? Wie kann man das Menschen verdeutlichen, dass es eine so große Vielfalt gibt? Ja, dann nehme ich ein ganz anderes Buch, was mich das unterstützt. Ganz viele Menschen haben einen eigenen Garten und jeder weiß, dass wenn man einen guten Kompost haben will, dass es nur funktioniert, wenn man lebendige Nahrung drauf gibt, also Rohkost. Mhm. Man weiß, dass wenn man gekochte Nahrung in den Kompost gibt, dass es die Bakterienansiedlung und das Ganze einfach nicht unterstützt, sondern eher vermindert. Und deshalb ist es auch für unseren Stuhlgang wichtig, dass wir gute Bakterien haben. Und dazu ist wirklich wichtig, dass wir genügend Rohkost haben. Okay. Ja, so. Und für mich ist Rohkost, eine reine Rohkost, keine normale Kost für jeden Tag, sondern es ist eine Heilnahrung. Das heißt, wenn jetzt jemand eine schwere Erkrankung hat, ob das jetzt MS ist oder Krebs ist, dann kann man vorübergehend, bis der Körper sich wieder hochgefahren und gefangen hat, dann kann man diese Rohkost konsequent durchführen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Gespräch mit dem Ehepaar gehabt, die sind schon pensioniert und die lagen beide im Bett. Und diese beiden haben gesagt, wie soll es jetzt weitergehen? Und plötzlich haben sie sich erinnert, dass dieses Buch in ihrem Schrank ist. Sie haben angefangen zu lesen, haben das angefangen umzusetzen. Und siehe da, nach einem halben Jahr sind sie gelaufen. Hm. Und hier steht auch in dem Buch eine Geschichte, da ist 20 Jahre eine Frau mit Arthritis im Bett gelegen. Und sie sind mit jemandem zusammengekommen, der sich eben mit Rohkost auseinandergesetzt hat. Sie haben diese Person ihr Lebensstil verändert, ihre Nahrung verändert und nach 2 Jahren war sie komplett gesund. Hm. Eine andere ganz interessante Geschichte ist, dass ein Orthopäde ein Zeugnis gibt, der eine sehr gute Praxis hatte, aber hat festgestellt, die Leute kommen immer wieder, das hilft gar nicht, wenn er sie einrenkt. Und dann, als seine Tochter geheiratet hat, ist in seinem Haus ein Zimmer frei geworden und er hat angefangen, nicht mehr die Leute einzurenken und zu spritzen, sondern er hat eine Beratung durchgeführt, wie man praktisch seinen Lebensstil verändert, dass man von diesen Schmerzen und von diesen Problemen wegkommt. Und er hat sich die Mühe gemacht, um die Leute wirklich zu kontrollieren, dass sie auch wirklich das ganz so gemacht haben, wie er das gesagt hat, und er hat 100% Erfolg gehabt und hat nachdem noch mehr Patienten gehabt als vorher. Hm. Das heißt aber, ich verstehe dich richtig, reine Rohkost ist eher etwas, was man als Medizin oder als Heilnahrung verwenden würde. Wir würden nicht den Anspruch erheben, dass wir ständig nur ausschließlich Rohkost essen. Dieses Buch, das ist ein Gerson-Buch und dieses Gerson-Buch, da gibt es noch mehrere Ärzte, die erkannt haben, auch hier in dem Buch China-Studie wird gezeigt, dass wenn man sich der natürlichen Nahrung total zuwendet, dass man dann auch unheilbare Diagnosen nochmal zum Leben erretten kann. Bloß diese Menschen werden von der Gesellschaft nicht unterstützt. Und warum? Weil
von unserem Naturell ist alles ausgelegt auf Qualität und in unserer Wirtschaft ist alles auf Quantität ausgelegt. Und in dem Moment, wenn die Gesundheit eintritt, dann stockt die Quantität. Wir brauchen nicht mehr so viel Medizin, wir brauchen nicht mehr so viel Krankenschwestern, nicht mehr so viel Medikamente kaufen. Also man will den Konsum. Und deshalb kann jeder Einzelne sich entscheiden, auf welche Seite das er sich stellt. Aber wir sind für die Qualität und nicht für die Quantität sozusagen. Richtig, ja. Gut. Gibt es noch was, was du zu dem Bereich sagen wolltest? Nee, wichtig ist, dass mich nicht von heute auf morgen, wenn ich einmal so eine grobe Zeit von 14 Tagen, 3 Wochen machen möchte, das 100% mache, sondern einfach, dass sich der Körper mitgeht. Der Körper braucht 6 Wochen, bis er sich ganz umgestellt hat, mit dieser vielen Ansammlung von Ballaststoffen fertig zu werden. Ja. Also wenn es jetzt nach der ersten Woche genau ins Gegenteil, als was wir erwarten, würde funktionieren, dann heißt es noch nicht, dass das letzte Ende ist. Man braucht ja auch 6 Wochen, um sich eine neue Gewohnheit geistig anzugewöhnen. Also genauso ist der Körper dann auch gebaut. Ja. Das ist also wichtig durchzuhalten, wenn man sich umstellt. Ja, aber keiner, was auch ganz wichtig ist bei der Rohkost, Gott hat uns ja erschaffen, dass wir ein freudiges und ein ganz schönes Wesen sind. Und Menschen, die gerne Rohkost essen, die sind schön und die sind auch freudig. Warum? Weil genügend Enzyme und genügend Vitalstoffe in diesen Produkten enthalten sind, die eine einen Power geben. Wenn man morgens aufsteht und freut sich auf den Tag, ist das was anderes, als wenn man sagt, oh, mir geht's so schlecht und mir geht's einfach nicht gut und keine Kraft hat und auch keine Lebensperspektive. Okay. Und das ist etwas, was wir immer brauchen. Ich meine, Lebensperspektive, Schwierigkeiten gibt es genug. Was ich gut finde an der Natur, dass wir ein ausgeprägtes Prinzip haben, dass es nicht nur ums Essen geht, sondern es ist auch wichtig, was ich denke, es ist wichtig, wie ich mich bewege, es ist wichtig, wie ich schlafe, es ist wichtig, wie ich mit der Mäßigkeit umgehe. Es kann sein, dass einer ungesund lebt, aber sehr mäßig und diszipliniert und er lebt gesünder wie einer, der gesund lebt, aber seine Mäßigkeit nicht im Griff hat. Also wenn ich jeden Abend um 1 Uhr nachts Rohkost esse, dann wird mir es auch nicht so gut gehen. Ja? So Nein, es gibt eine Gärung und diese Gärung erzeugt Alkohol. Es gibt eine Frau, die jeden Abend einen Apfel gegessen, bevor sie ins Bett ist und sie ist gestorben mit einer Leberzirrhose. Also dieselben Auswirkungen, wie wenn sie Alkohol getrunken hätte. Ja, also Rohkost ist zwar wichtig, aber nicht alles. Da kommen noch mehr Faktoren dazu und das ist wichtig für die Ausgewogenheit. Ja. Es gibt einen sehr schönen Spruch von Pfarrer Kneipp. Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich vollen Erfolg. Und man weiß heute, dass nicht die Krankheit das Entscheidende ist, sondern der Patient selber. Welche Person bin ich? Lebe ich in einem Umfeld, was nur auf mich fokussiert ist, oder lebe ich in einem Umfeld, was auf meine Mitmenschen ausgelegt ist? Menschen, die sich darauf konzentrieren, für andere da zu sein, haben viel weniger seelische Probleme, weil sie merken, dass es den anderen meistens schlechter geht als ihnen selber. Und da sind wir bei Jesus im Anfangsvers, nicht wahr? Meine Speise ist es, den Willen zu tun, dessen, der mich gesandt hat, für andere da zu sein, nicht wahr? Gut, was sind denn die Dinge, die wir heute so fabrizieren werden mit der Rohkost? Ich möchte noch einen Gedanken reinbringen. Unser Denken hat sich sehr prägen lassen durch die Werbung. Okay. Und die Werbung hat unser Denken zerstört bzw. manipuliert, sodass, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, wo Mütter nachvollziehen können. Wir haben einsuggeriert bekommen, dass die selber gemachte Nahrung schlechter ist als das, was ich kaufe im Laden. Das, was industriell hergestellt ist. Ja, und macht den Eltern somit noch ein schlechtes Gewissen. Und da müssen wir anfangen, in unserem Denken nicht die Werbung sprechen zu lassen, sondern wir müssen anfangen, die Natur sprechen zu lassen. Und alles in der Natur, wo der Mensch keinen Zugriff hat, klappt bestens. Und deshalb ist eigentlich, dass wir lernen, nicht auf Menschen und Medien zu hören und vielleicht sogar auf den Arzt, sondern dass man
in sich hineinhorcht, was ist eigentlich das Einfachste und Beste. Und mit dem möchte ich Sie heute begeistern, dass ich ganz einfache Rezepte rausgesucht habe, die richtig gut sind. Das gefällt mir. Einfach ist immer wichtig, nicht wahr? Vor allem für Leute, die nicht viel Ahnung haben wie ich. Ja. Und was gibt's denn? Wir machen heute als Erstes die Superwaffeln. Super. Wir brauchen weder Eier, wir brauchen weder Öl. Wir brauchen einfach nur verschiedene trockene Zutaten mit Wasser. Okay. Wer hätte gedacht, dass Waffeln etwas mit Rohkost zu tun haben, nicht wahr? Und zwar habe ich hier dieses Hirsemehl, habe ich frisch gemahlen. Dann habe ich hier Haferflocken. Das Rezept kann sich jeder runterladen, wenn er das gerne nachmachen möchte. Genau. Hirsemehl. Dann habe ich hier die Haferflocken. Dann habe ich hier Kokosflocken. So, und dann habe ich noch ein bisschen Salz und schon sind die Waffelteig fertig. Und die sind genial. Das war alles? Ja. Das ist ja wirklich super. Bisschen Salz. So, jetzt kommt noch das Wasser noch dazu. Und dann haben wir es. Ja, Dankeschön. So, ich weiß nicht, ob das reicht. So. Du kochst auch viel mit dem Thermomix? Ja, ich benutze ihn sehr gerne. Aber man kann die Superwaffeln auch... Genau, nochmal so viel. Wunderbar. Die Waffeln auch ohne Thermomix machen, oder? Man kann das in ganz normaler Mixer machen. Okay. Es wird nicht gekocht drin. Weil wir kriegen immer Anfragen von Leuten, die dann vielleicht keinen Thermomix zu Hause haben und trotzdem das machen wollen. Und also das meiste, was wir hier machen, ist auch mit ganz handelsüblichen, normalen Geräten zu. Ja. Ich mache jetzt das deshalb mit diesem Thermomix und zwar einfach, weil ich das eineinhalbfache Rezept nehme. Und das ist genau die Portion, die in der Thermomix reingeht. Und zwar, jetzt kann man die Uhr auf eine Minute stellen und dann wird es cremig gemixt und dann bleibt es einen Moment stehen und dann kann man die Waffeln auspacken. Und die schmecken wirklich richtig lecker. Das werden wir sehen. Und vor allen Dingen, was möchte ich noch was zur Hirse sagen? Es ist also Hirse und Haferflocken und beides ist Nervennahrung und unterstützend fürs Bindegewebe. Und Bindegewebe ist heutzutage ein ganz großes Problem. Es gibt Brüche, es gibt schlechte Haare, es gibt schlechte Fingernägel, es gibt schlechte Haut und das alles tut die Hirse sehr gut. Und vor allen Dingen Hirse ist das einzige Getreide, was basisch ist. Also für das ist das auch nochmal sehr gut. Für alle, die vielleicht noch mehr dazu wissen wollen, wir haben einen ganzen Serum-Kochkurs über Hirse gehabt. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte gewesen. Da kann man dann sicherlich noch mehr Rezepte dazu anschauen. Genau. So, das war's? So, das war's, ja. Das wird jetzt einen Moment stehen gelassen und dann wird gebacken. Und wir wenden uns jetzt wem oder was zu? Wir machen das einfachste Brot. Und zwar wird es gemacht aus gekeimtem Weizen. Wie heißt das Brot? Das heißt Essener Brot. Und es ist ganz einfach, es ist aus dem Buch von... Es kommt also nicht von Essen, sondern von den Essenern sozusagen. Richtig, ja. Das ist ein Rezept aus dem Buch, der große Gerson-Buch. Und zwar haben wir den gekeimten Weizen, der war heute Morgen fertig, den habe ich durch den Fleischwolf gegeben. Durch den Fleischwolf? Ja. Oder aber man macht es auch durch den Mixer oder Moulinette oder sowas. Und dann wird es als Teig geformt und wird 90 Minuten bei 120 bis 150 Grad gebacken. Und das ist das Vitalbrot, kann man wirklich sagen, wo wirklich keine, wie sagt man, nichts drin ist, was schädlich wäre. Haben das die Essener tatsächlich auch gebacken oder hat man das nur im Nachhinein so genannt? Nee, das hätte schon den Namen nach diesem Volk. Die haben im Grunde genommen, hätte man auf diese Art und Weise die optimale Zufuhr. Wenn man jetzt ein weißes Brot daneben vergleichen würde, dann musste man, ich sag mal, 100 Scheiben Brot essen und es wird immer noch nicht reichen, um diese Nährstoffe von diesem Brot zu haben. Und man wird dann auch noch dick nebenbei. Und dick wird man auch noch dabei. Das heißt also, wenn man solche Naturprodukte isst, braucht man weniger essen und man wird satt. Mhm. Jetzt dann. Vielleich noch ganz kurz für alle, die zuschauen, die noch nie was gehört haben von den Essenern. Das waren ja so eine jüdische Gruppe gewesen, die da in den Höhlen von Qumran gelebt haben und die waren ganz berühmt. Wofür? Sie waren berühmt für
die Übersetzung des Alten Testamentes. Da hat man diese berühmten Schriftrollen vom Toten Meer gefunden. Die sind alle übersetzt und dann transkribiert worden von den Essenern. Ja, wir danken Ihnen, einige der ältesten Manuskripte des Alten Testamentes. Ganz interessante Gruppe gewesen. Ja. Haben nicht alles richtig geglaubt, so, aber ganz, ganz spannend. Das nächste Rezept, was wir haben, das ist Weizenkeimbrot. Okay. Das ist also eine Zwischenstufe zwischen normalem Brot und zwischen diesem Brot. Da macht man einen ganz normalen Brotteig. Ich verwende für 9 Brote, das habe ich heute Morgen gemacht, verwende ich ein Päckchen Biotrockenhefe. Also man braucht nicht viel Hefe. Und ich habe den Teig gestern Abend mit kaltem Wasser gemacht. Und heute Morgen habe ich den Weizen durch den Fleischwolf gegeben. Mhm. Und dann kam er unter einen fertig gegangenen Teig. Und dann blieb der Teig stehen, bis er nochmal gegangen ist. Und dann habe ich ihn 50 Minuten bei 200 Grad gebacken. Oder 180 Grad, je nachdem, was man für einen Ofen hat. Ja. Und es ist so, wenn man jetzt in der Rohkost das übertreibt und würde jetzt vom normalen Brot gleich auf das gehen, dann könnte es sein, dass es eine Darmreizung auslösen okay. würde. Weil der Körper ist völlig überfordert dann. Überfordert. Okay. Und deshalb ist eigentlich so eine Art Weizenkeimbrot ein wunderbarer Übergang, dass man den Körper dran gewöhnt. Ja. Es wird ja viel gesprochen auch über Keimlinge und das Keimen. Warum ist das so wichtig und bedeutsam? Vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu sagen. Ja, hier habe ich gekeimtes Getreide, hat viele, viele Vorteile. Wenn jetzt, sage ich mal einfach aus dem Stegreif, wenn jetzt hier 5 Gramm Eiweiß drin wären, dann bewirkt der Keimvorgang, dass er fast manchmal ums Doppelte hochsteigt. Okay. Wenn jetzt Vitamin B1 2 Milligramm drin wären, dann ist nach dem Keim 4 Millimeter. Mhm. Und dann hängt es davon Milligramm. Ab, wie lang, dass ich das keimen lasse. Je länger ich das keimen lasse, desto mehr Nährwerte kommen. Und desto mehr, bloß das in dem Zustand, wie wir es jetzt hier haben, 2 Tage, ist der gekeimte Weizen nussig. Mhm. Und nachher wird er grasig. Ja, ja. Er wird zwar gesünder, aber dann könnte man Folgendes machen, dass man es mixt mit Saft und Wasser und es durchsiebt und nur die... Ja. Ich habe mir Folgendes passiert, da waren die Kinder ganz klein und ich habe das Gekeimte vergessen und es war viel zu schön grüne Spitzen gehabt und da habe ich gedacht, die Kinder essen mir das nicht. Und ich war gerade im Begriff, das wegzuschmeißen und dann habe ich gedacht, was machst du durch kranke Kinder und schmeißt sowas weg? Und dann habe ich das in den Mixer gegeben, habe das gemixt und habe den Kindern das, die Flüssigkeit gegeben. Und die haben richtig sofort eine positive Reaktion gezeigt. Ja. Schön. Und hier, das ist Boxhornklee. Boxhornklee kann man sehr gut auch als Umschläge verwenden. Ich habe es jetzt gekeimt. Ist ein wunderbares Vitalstoff. Artikel. Und zwar können wir Boxhornklee einsetzen auch für psychische Störungen. Okay. Ich habe also einen Mann kennengelernt, der hat seine ganzen Depressionen hat er verloren, weil er regelmäßig gekeimter Boxhornklee gegessen hat. Ja. Und also das ist im Grunde genommen die natürlichste Nahrungsergänzung, die man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man das selber keimt. Aber vielleicht zum Keimvorgang. Ich habe früher nie Boxhornklee zum Keimen gebracht. Er ist mir einfach verschimmelt. Und als ich jetzt gelernt habe, ich habe am Freitag, habe ich das morgens eingeweicht, habe das abends das Wasser weggeschüttet, habe es einfach stehen lassen. Und das wunderbare Ergebnis, das ist ganz toll. Locker und leicht und essbar. Mhm. Und das heißt, viele Keimlinge werden deshalb nichts, weil man zu viel Wasser bringt. Ah, okay, man kann. Und ich, seitdem ich diese Gläser kenne, möchte ich kein nichts anderes mehr. Diese, wir sind hygienisch sauber, da sind keine Bakterien drin. Und in diesen Keimgeräten, wo so Rillen drin sind, da bleibt es nicht aus, dass Bakterien drin sind und dann schimmelt es auch ganz schnell. Okay, also es gibt. Wo kann man das bekommen? Für alle, die es vielleicht Naturkostladen. Okay, oder im Internet. Und dann vor allen Dingen hat man den Luftaustausch, man hat keinen Deckel, der praktisch ein Vakuum auslöst, sondern es ist ein wunderbarer Luftaustausch. Und was den Keime auch gut tut, wenn man sie über Nacht in den Schrank stellt. Weil sie nicht, im Anfangsstadium ist es gut, nicht zu viel Licht. Und dann, wenn man 5-6 Tage keimen muss, dann nach 3 Tagen ins Licht. Okay. Am unkompliziertesten, wie jetzt Boxhornklee geht, Sesam zu keimen, Sonnenblume zu keimen, einfach stehen lassen und dann gar nichts mehr machen, gar nicht mehr wässern.
Aber Roggen und Kamut und so Sachen, die brauchen zweimal am Tag, dass sie gespült werden. Ja. Aber wenn man sich wirklich was Gutes tun will und vor allen Dingen schöne Haare haben will, okay, und Locken haben will, dass sie schön locker werden, dann ist Hirse, was wir vorhin hatten, und Weizenkeim, ihr erkennt eure Haare nicht mehr. Okay. Also okay, ein Bauer, der seinen Eiern, seinen Hühnern gekeimte Weizen gibt, der kriegt ganz gelbe, dunkelgelbe Dotters. Ah, okay. Ja. Aber die Hühner kriegen keine Locken? Nee, das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht kontrolliert. Okay. Also, gut, dann haben wir unser nächstes Rezept. Haben wir Power Müsli. Power Müsli, das, du hast immer so interessante Titel, die hast du dir selbst ausgedacht. Ja, weil es Power gibt. Und zwar haben wir hier den gekeimten Weizen. Und jetzt gehe ich davon aus, dass es schnell gehen muss am Morgen. Aber vollwertig will man trotzdem essen. Dann kann man das am besten lösen, indem man Obst, den gekeimten Weizen und einfach eine Hand oder einen Löffel voll Studentenfutter dazu gibt. Und dann hätte man wirklich eine, ich mal richtig satt und ist auch richtig ja, zufrieden. Und wer gerne mit Süchte zu tun hat, egal was es ist, ob es Alkohol oder Tabak oder Essen ist, der kann am schnellsten damit zurechtkommen, wenn er anfängt zu keimen. Tatsächlich. Weil eine Sucht hat den Hintergrund, dass dem Körper was fehlt. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, Schokolade zu essen, weil ich eben hungrig bin oder süchtig bin, dann habe ich zwar im Moment meine Bedürfnisse gestellt, aber der Körper will keine Schokolade, sondern er schreit eigentlich nach Nährstoffen. Ja. Und in dem Moment, wenn ich anfange mit Gekeimten, dann gibt man dem Körper mehr als wie ein Stück Vollkornbrot. Also das heißt, ich gebe dem Körper die Möglichkeit, dass er schnell an Vitalstoffe kommt und dann wird der Körper auch zufrieden. Die eigentlichen Bedürfnisse gestillt werden dann, ja. Ja. Das ist interessant. So, dann haben wir unser nächstes Rezept. Und zwar haben wir verschiedene Brotaufstriche. Die sind alle roh zubereitet und so lecker, dass ich euch verspreche, wenn ihr die nachmacht, ihr macht die nicht nur einmal, sondern ihr macht die öfters. Diese Brotaufstriche kann man als Brotaufstrich verwenden. Man kann sie verwenden als Einlage oder Beilage zu Frikadellen. Man kann aber auch sie verdünnen mit Wasser und kann den Auflauf damit benetzen oder bestreichen. Man kann aber auch damit eine Soße machen, ein Dressing. Also ich bin immer dafür, wenn ich etwas mache, dass es viele Bedürfnisse abdeckt. Und ich finde es ganz toll, wenn man nicht zu viel Arbeit mit Geschirr und sowas alles hat. Gut. Du bist also ein sehr praktischer Mensch, ja? Ja, und ich habe auch einen praktischen Mann. Oh. So. Das heißt, ihr ergänzt euch gut. Ja, genau. Und vor allen Dingen, was auch bei der Rohkost ein ganz wichtiges Argument ist, man altert nicht so schnell. Tatsächlich. Und zwar, lies mal im letzten Kapitel, durch dein Bibel, lies uns den Bibeltext vor. Ja, das ist schon weg. Ah, 5. Mose 28. In welchem Zustand ist Mose gestorben mit 120 Jahren? Er war ungebrochen in seiner Gesundheit. Er hat keine grauen Augen gehabt. Sie waren nicht eingefallen mit 120 Jahren. Und was war sein Hauptelixier? Er hat sehr oft die Begegnung mit Gott gehabt. Und in dem Moment, die Naturprodukte ist ein Teil, mit Gott sich zu begegnen. Wenn wir spazieren gehen, ist das ein anderer Teil, mit Gott zu begegnen. Oder zu beten. Man weiß in der Medizin, dass Patienten, die anfangen zu beten, wenn sie schwer krank sind, einen besseren Heilungserfolg haben. Und ich habe ein schönes Büchle, das heißt Der fröhliche Nichtraucher. Und er empfiehlt, dass wenn ein Mensch wirklich mit seiner Sucht nicht fertig wird, dass es um vieles verbessert wird, wenn er anfängt zu beten. Und zwar, was ich sehr, mich fasziniert hat, er hat sehr viel Wert gelegt, dass man nicht nur einfach betet, sondern sehr demütig betet. Also, dass man wirklich Gott darum bittet, dass er einem jetzt in dieser Situation hilft. Gut, jetzt habe ich hier den Cashewkäse. Cashewkäse? Ja. Wenn man also mit Nüsse zu tun hat, dann ist es am schnellsten für den Mixer und am unkompliziertesten, wenn man die Nüsse alleine mahlt. Und manchmal ist es aber, wenn man jetzt die Lauchzwiebeln kommen noch drunter, dann kann man abschätzen, wenn ich jetzt alleine die Nüsse mahle und nachher die Lauch, dass ich das nicht mehr schaffe mit dem Mixer. Also jetzt ist es besser, ich mache beides zusammen. Schon dreht nachher der Mixer durch. Man muss immer
gucken, dass man nicht mehr Hindernisse bekommt, wie es schon gibt. So. Cashew wird ja viel verwendet so in der pflanzlichen Ernährung, nicht wahr? Was sind so die besonderen Vorteile von Cashew? Cashew hat die Eigenschaft, erstens mal, dass es nicht so viel Fett enthält wie andere Nüsse. Ja, ja. Und das Zweite ist, dass man es wirklich als Milch und Milchersatz und Käseersatz nehmen kann. Je mehr Zitrone man dazu nimmt zu Cashew, desto käsiger wird es. Und je weniger man Zitrone, desto sahniger wird es. Also mir hat es in der Hand, wie man Cashew einsetzen kann. Okay, guter Tipp. Jetzt haben wir hier die Lauchzwiebeln und die Cashewnüsse. Suche ich meinen Becher. Hier. So. Ich mahle also das fein. So, jetzt gucken wir uns das an. Wunderbar. Müssen wir das auflockern. Und dann mixen wir das nochmal. Und zwar nicht im Turbogang, sondern ein bisschen weniger. Dann nimmt es das mit, wenn man nämlich schnell ein Ergebnis haben will und das und tut den Thermomix zu hoch drehen, dann dreht er durch, dann macht er gar nichts mehr. Okay. Und deshalb muss man manchmal etwas auch langsam machen. So, jetzt geben wir dann die Gewürze noch dazu, das sind jetzt die Lauchzwiebeln. Jetzt kommt Zitronensaft dazu. Und zwar der Saft von 1,5 Zitronen. Das ist also relativ viel, das sind 90 Gramm. Okay. Soll ja käsig werden, nicht wahr? Ja, richtig. Der wird schön käsig. So. Mein Mann hat mir schön die Zitrone heute Morgen schon ausgepresst, dass es schneller geht. Gut, und jetzt kommt natürlich noch ein bisschen Salz dazu. Das haben wir hier. Und zwar ein halber Teelöffel, nicht so viel. So. Dann haben wir noch eine halbe Zehe Knoblauch. Der haben wir hier auch. Und wenn man jetzt so wenig nimmt und es schon gemixt ist, dann muss man die Knoblauchzehe etwas zerkleinern. Sonst wird es nichts. So, und das ist alles. So. Man kann natürlich diesen Käse auch, wenn man jetzt Spaghetti machen würde und Tomatensauce, dann kann man das über die Spaghetti so drüber tun. Drüber tun als, okay, als Parmesanersatz. Okay. So, kann ich das nochmal zeigen? Ist wunderbare Creme. Gut. Man kann das jetzt natürlich auch, wenn man ein anderes Rezept macht, wo man gerne Käse verwendet hat, kann man diesen Käse auch dann verwenden. Ja. Zum Beispiel jetzt über Pfannkuchen zum Überbacken, geht das auch wunderbar. Gut. So. Fang mal an mit ein. Aber es muss schön warm sein. So, du hast noch mehr Brotaufstriche, sagst du? Ja, Moment. Ich brauche das. Er braucht es nicht waschen, nur rausmachen. Ich mache jetzt dazwischen einen anderen Rezept, bevor ich den nächsten Brotaufstrich mache. Okay. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dann brauche ich den Mixer vom letzten Käse nicht sauber machen, weil ich wieder einen Brotaufstrich mache. Ah. Und die beißen sich nicht zusammen. Und ich bin nicht gegen Arbeit, aber ich suche es auch nicht. Genau. Und deswegen hast du auch zwei fleißige Helfer in der Küche, nicht wahr? Ja, genau. Wünscht sich jetzt jede Zuschauerin auch. Ja. Jetzt haben wir ein schönes Rezept. Und zwar heißt das Rezept Joghurt oder Quark, pflanzlich. Das heißt, man kann sogar mit Rohkost Joghurt und Quark machen. Ja, wer hätte das gedacht, nicht wahr? Das ist erstaunlich. Ja. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde, die Entdeckung habe ich jetzt erst vor kurzem gemacht, dass man es auch herstellen kann, ohne zu kochen. Okay. Ja. Und zwar tut man einfach Cashewnüsse verwenden. Oder Mandeln. Die habe ich jetzt alles hier drin. Man muss... Also dies wird dann cremig gemacht, wenn man es nicht mit Stärke und nicht mit Agar-Agar bindet, mit Flohsamen. Flohsamen? Ja. Was ist das?
Flohsamen ist auch ein Nahrungs-Superfood-Ergänzungsmittel und senkt sämtliche erhöhten Werte nach unten. Okay. Jetzt. Und wenn ich das jetzt cremig rühre, dann habe ich schon vorhin gesagt, wenig Zitrone ist sahnig und viel Zitrone ist Quark. Ja. Könnt ihr mir meinen Mann sagen, dass er weg sitzt? Und ich zeige euch das jetzt. Ich habe das heute Morgen, bevor ich weggefahren bin, habe ich das mit einem halben Liter Wasser einfach angedickt, dass ich die Zeit, 2 Stunden das stehen zu lassen, nicht nochmal extra brauche. Ja. So, das mache ich jetzt hier rein. Und hier sind auch schon die Nüsse drin. Nüsse sind also leichter verdaulich, wenn sie eingeweicht sind. Und es hat sich jetzt gerade ergeben, dass ich das alles so gemacht habe. So. So. Jetzt geben wir ein bisschen Salz dazu. Salz ist immer gut zum Abschmecken. Prise Salz war schon immer nicht schlecht. Gut. Und dann gebe ich ein ganz kleines bisschen Zitrone dazu. Vielleicht 1 Esslöffel. Ich habe das doppelte Rezept, nämlich natürlich 2 Esslöffel. Gut. Muss ich die restliche Wasser noch dazugeben. Und jetzt machen wir aus diesem Rezept eine Sahne, einen Joghurt. Und wir machen eine Avocado-Soße für einen Salat, für zum Dippen. Nachher haben wir drüben Rohkost und da können wir das dann dazu nehmen. Alles aus dieser Konsistenz? Also, ja, richtig. Okay. Richtig. So, jetzt habe ich. Macht mir der andere Kuck auch noch. So. So. Jetzt gebe ich die nochmal 500 Milliliter Wasser dazu. So. Also wenn etwas schön cremig sein soll, dann muss man immer 1 Minute mixen, sonst schafft man das nicht. So, jetzt gucken wir uns das an. Das ist wirklich cremig geworden. Vielleicht kann die Kamera... Ich gebe einen Löffel rein. Jetzt haben wir eine richtige Sahne. Wenn ich jetzt das nur für Sahne nehme, könnte ich noch ein bisschen Vanille reinmachen oder ein bisschen Vollrohrzucker oder Datteln. Das kannst du einfach als Sahne so verwenden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Tage mittags Matjes mache, dann könnte ich diese Basis nehmen, um die Matjes-Soße zu machen. Und morgens mache ich einen Obstsalat, dann könnte ich einen Teil auch schon nehmen für zum Obstsalat als Creme oben drüber. Was auch gut und lecker schmeckt, wenn man in die Creme noch eine Banane reinmixt. Okay. Das schmeckt also erst klassig. Jetzt nehmen wir mal ein Schälchen, nehmen wir mal was raus. Wo habe ich das? So. Jetzt nehmen wir das als Sahneersatz weg. So. So. Das war's nicht, oder? Ja, ich wegnehme. Ja. So. Und jetzt mache ich in diese Soße mache ich noch mehr Zitronensaft und dann habe ich Joghurt. So, hier habe ich wieder Zitronensaft. Und da geben wir jetzt 60 Milliliter, aber hoffentlich habe ich so viel. Gib mal den Rest rein. Gucken, was wir haben. Ich habe 70 Gramm reingemacht. Das machen wir hier rein.
Jetzt habe ich den Joghurt-Geschmack. Der ist saurer. Wer will, der kann noch mehr reinmachen. Ist überhaupt kein Problem. Okay. Je nachdem, wie man so den Joghurt mag. Ja. So. Das kann man ja sicherlich dann auch variieren mit allen möglichen. Da kann man dann Erdbeeren drunter machen, genau. Oder Brombeeren oder sonst was, ja? Was man für einen Joghurt so möchte. So. Okay. Jetzt mache ich einen Teil hier rein. Ich muss unterscheiden, was hier Sahne und Joghurt ist. Sieht ja fast ähnlich aus, nicht wahr? Ja. Hier könnte ich jetzt ein Matjes hier machen und hier mache ich jetzt ein Dressing für, mit Avocado. Wobei mich ja interessieren würde, wie du denn die Matjes machst. Die machst du auch nicht aus Rohkost, oder? Zwiebel und Äpfel. Ah ja, tatsächlich. Und ich habe immer in meinen Kochkursen, habe ich die Leute zum Staunen gebracht, dass es wie Matjes schmeckt. Und ihr könnt alle Rezepte, die ihr mit Fisch und Fleisch macht, könnt ihr vegetarisch machen. Ihr müsst nur würzen, wie man das andere auch würzt. Genau. Das ist Fleisch an sich ist ja eigentlich auch nicht wirklich schmackhaft. Das wird ja auch nur durch das Gewürz dann. Ja. So, jetzt habe ich noch was Neues für die meisten, okay. Aber ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Also alle deine Rezepte sind. Und zwar habe ich gelesen, dass man Kiwi mit Schale essen kann, ein Mango mit Schale essen kann und auch Avocado mit Schale essen. Mit Schale? Ja, und zwar es gibt natürlich Avocado, die eine dicke Schale haben, bei denen würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Aber die geht. Das hätte jetzt eine dünne Schale und ich zeige euch das jetzt. Den Kern muss man trotzdem rausmachen, oder? Ja, ja. Ich mache das jetzt mit Schale, mache ich das Viertel runter. Aha. So, dann haben wir hier die ist schön weich. Ist es dann auch so, dass in der Avocado-Schale dann noch besondere Stoffe drin sind, die im Fruchtfleisch nicht drin sind, oder? Wie viel Geld wird ausgegeben, um dem Körper wieder Ballaststoffe zuzufügen? Und wenn wir die Früchte mit Schale essen, dann hat's Ballaststoffe. Ja. Und wenn man es sich leisten kann, dann sind biologische Lebensmittel und Obst viel besser. Und da muss man gucken, es gibt also die Möglichkeit, dass man im konventionellen Laden biologisch einkaufen kann. Und manchmal zum Beispiel jetzt im Winter, wenn es nichts gibt, dann ist der Qualitätsunterschied von Paprika nicht so hoch wie der Preisunterschied. Da muss man dann einfach vom Duft, wenn man eine Nahrungsmittel, ob das jetzt eine Ananas oder eine Paprika ist, am Duft merkt man, wie viel Chemie da dran ist. Und dann muss man sich von Gott die Weisheit geben lassen. Ein gutes Näschen. Ja, zum Beispiel eine Möhre, die nach Möhre schmeckt, das ist was ganz anderes als eine Möhre, die einfach nur billig ist. Und man lebt eigentlich vom Genuss, das Gott will haben, dass wir genießen. Das ist so wahr. Und die beste Frucht, um genießen zu können im zwischenmenschlichen Bereich, das ist Liebe. Und die beste Frucht, das umzusetzen, was Gott für uns als das Beste und Allerbeste sieht, ist, dass wir ihn lieben. Und deshalb ist eigentlich entscheidend, ob wir leben oder sterben, wen lieben wir? Leben wir uns? Leben wir einen Mensch, der neben uns herlegt oder unsere Kinder? Oder leben wir Gott, der uns eigentlich, er ist ja viel weiser wie wir. Und wir haben zwei verschiedene Arten, mit Gott umzugehen. Einmal, wir haben die Möglichkeit, in 1. Mose 1 die zwei Bäume gegeneinander zu vergleichen, den Baum des Lebens. Und in meiner Bibel, der guten Nachricht, steht das Baum des Wissens. Und beim Baum des Lebens, da muss ich etwas tun, was ich noch nicht verstanden habe. Ja? Und beim Baum des Wissens, da fange ich an zu analysieren, was habe ich jetzt in dem Paprika drin und brauche ich das und wie schmeckt mir das? Und dann, bis ich das alle Fragen hinter mich gebracht habe, dann habe ich vielleicht gar kein Paprika mehr auf dem Teller, weil er schon trocken ist. Das heißt, es gibt ein schönes Sprichwort in der Bibel, da steht im Prediger, was das tust, das tue frisch. Also wenn Gott uns eine Erkenntnis schenkt, dann habt ihr die meiste Kraft und die meiste Freude, wenn ihr das gleich macht. Und so habe ich gelernt, auch meine Rezepte zu gestalten. So, jetzt geben wir noch Knoblauch natürlich dazu. Okay. Da ist der Knoblauch, da versteckt. Ich finde, je zusammenhängender unsere Einstellung ist, desto leichter geht uns alles von der Hand. Und wenn wir nur was tun müssen, was ein anderer sagt, dann ist das nicht das Gelbe vom Ei. Da tun wir uns schwer, weil wir sind nicht geschaffen, einfach nur machen, was ein anderer sagt. Sondern wir wollen kreativ sein. Und genau das erzeugt Rohkost, dass wir so viel Freude haben, dass wir kreativ, wenn wir eine Avocado in der Hand haben, ein Mittagessen machen können. Da haben wir noch Paprika und dann mischen wir das und dann hätten wir wunderbare Soße. Yeah.
Wer mag's sehen? Oh. Hier haben wir diese zerschlagene Avocado mit Schale, wunderbar. Mm. Und hier, das kann man also zu Pellkartoffeln essen, das kann man zu Gemüse essen, das kann man also ganz vielseitig essen. Ja? Spannend. Ja. Gut. Jetzt haben wir den nächsten einfachen Brotaufstrich. Genau, wir hatten ja schon den Cashewkäse. Ja, und zwar kommt jetzt der Walnussaufstrich. Walnussaufstrich. Der lässt sich genauso wie der andere Käse als Parmesanersatz oder als anderer Käse verwenden. Und zwar habe ich zuerst, also am einfachsten geht, wenn ich die Nüsse mahle. Warum ausgerechnet Walnüsse? Man kann Mandeln nehmen, man kann Haselnüsse nehmen, man kann Cashewnüsse nehmen. Haben Walnüsse irgendeinen speziellen Vorteil? Walnüsse sind sehr gesund. Man weiß, dass Leute, die gerne Walnüsse essen, ein sehr gutes Denken haben. Sehen die auch ein bisschen aus dem Gehirn, nicht wahr? Ja, und zwar hat es eine optimale Zusammensetzung von Omega-3 und Omega-6. Mhm. Und von daher aus ist es aber wichtig, dass man nicht zu viel Nüsse isst. Ein bekannter Autor sagt, Gott hat die Walnuss in so einer harten Schale wachsen lassen, dass es viel Arbeit macht, dass man von alleine nicht auf die Idee kommt, zu viel zu essen. Ah, okay. Ja. Also Gott, bei Gott ist alles so geschaffen, dass man nicht viel braucht, sondern wichtig ist, dass es da ist und dass man in Ruhe sich hinsetzt und in Ruhe kaut und in Ruhe seine Mahlzeit zu sich nimmt. Mhm. Gut, jetzt mahle ich das. So, die Walnüsse sind fertig und jetzt gebe ich die Walnüsse wieder dazu, wieder raus. Dann geht es am schnellsten und am unkompliziertesten. So, und jetzt gebe ich den roten Paprika, gebe ich jetzt in den Mixer. Dann gebe ich natürlich noch ein bisschen Knoblauch dazu. Knoblauch ist eine wunderbare Naturwürze. Wenn man nicht so gerne Knoblauch isst, oder gibt es auch irgendeine Alternative, weil es wird ja oft mit Knoblauch gekocht? Man könnte Ingwer nehmen, Ingwer? Man kann Kurkuma nehmen, okay. Man kann Schnittlauch nehmen, man kann Petersilie nehmen, irgendwelche Kräuter. Was halt würzt. Ja, was würzt. Da gibt es keine... So, jetzt noch ein bisschen Salz. So. So. Muss wieder schön langsam an das Ganze rangehen. Noch einen Versuch und dann kommen die Walnüsse drunter. So, jetzt geben wir die Walnüsse dazu und dann ist der Aufstrich fertig. Und dieser Aufstrich kann man nehmen zum Tomatenfülle, zum Gurkenfülle. Man kann es auch als Parmesanersatz nehmen, zu Nudeln und zu Reis, schmeckt sehr lecker. Man kann auch Wasser drunter machen. Ist also dann vielseitig einsetzbar. Ja, wenn man es zu Macaroni als Käsesoße nimmt, dann könnte man statt Walnüsse auch Cashewnüsse nehmen. Okay. So, der Brotaufstrich ist fertig. Das heißt, wenn ich mir jetzt am Anfang der Woche so einen schönen Brotaufstrich mache, dann würde das bedeuten, dass ich die ganze Woche einen Puffer im Kühlschrank habe, wenn ich am Kochen bin, dass ich ruckzuck einen
ganz tolles Essen auf dem Tisch habe. Und die andere Woche macht man den Cashewkäse und die übernächste Woche macht man einen ganz anderen Käse. Also das heißt, wenn man etwas macht, ja, man isst ja immer Emmental oder Edamer-Käse, ist ja immer das Gleiche. Also und wenn ich die ganze Woche den einen Käse habe und die andere Woche kommt der nächste Käse dran. Ja, so. Der schmeckt richtig, richtig lecker. Das war unser. So, jetzt haben wir noch einen Brotaufstrich. Noch ein Brotaufstrich? Ja, aber süß. Ein süßen, okay. Ja. Auf welcher Basis? Moment, auch wieder ganz einfach. Ganz einfach, das habe ich mir gedacht. Ich gehe jetzt hin und mache so eine knappe Handvoll Studentenfutter, das ist das Einfachste. Mein Mann, bei uns auf dem Tisch steht zum Frühstück immer ein Topf voll mit Studentenfutter. Egal, ob man jetzt Früchte isst oder ob man was anderes, ob man nur ein Stück Brot isst, kann man das dazu essen. Das mahle ich jetzt trocken. Trocken mahle. So, und jetzt habe ich gemahlene Nüsse und gemahlene Rosine. Und jetzt gebe ich eine Banane dazu. So. Mal gucken, was passiert. Siehe da, das ist der einfachste und natürlichste Brotaufstrich. Schon fertig? Ja, fertig. Fertig, einfach fertig. Im Mixer geht es besser, wenn man zwei Bananen nimmt, ein bisschen mehr. Okay. Dann greift das Messer ein bisschen besser. Aber das Prinzip ist einfach, die Industrie hätte sich diese Masche zu eigen gemacht. Wenn etwas sehr süß ist, dann hätte man sehr schnell wieder Hunger. Mhm. Und Gott hätte die Eigenschaft, dass er so viel Süße in die Frucht legt, dass wir keine zusätzliche Süße brauchen. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade esse, dann kann ich nicht ab morgen nur Früchte essen. Aber ich kann mein Ziel im Auge haben. Und wenn ich esssüchtig bin und überall Zucker und Trockenfrüchte, also mit wenig Trockenfrüchte und keinem Zucker arbeite, dann kommt der Körper in eine gewisse Ruhephase. Das heißt, ich bin satt und ich kriege nicht nach, weil ich will kurzer Zeit wieder Hunger. Ja. Und deshalb sind gesüßte Lebensmittel so tückisch. Aber man darf sich nicht täuschen, Tomatensauce enthält 60% Zucker, wenn man die kauft, das Pulver. Ja, ja. Also das heißt, auch in Suppen und Soßen ist der Zucker überall, im Salatgewürz überall versteckt. Und ich habe mir angewöhnt, keine Zusätze mehr ins Haus zu lassen. Also wenn es einigermaßen geht, weil die Zusätze haben meistens die Eigenschaft, dass man mehr isst, als man möchte. Ja. Und genau das ist, der Körper ist nicht geschaffen, viel zu essen, dass er viel arbeiten kann, sondern er ist geschaffen, gutes Essen zu haben und zu arbeiten. Ja. Und die Mäßigkeit spielt gerade eine sehr, sehr große Rolle, und zwar was Entscheidung angeht. Okay. Und zwar, wie viele von euch haben schon mal eine Entscheidung getroffen, und haben sie aber nie umgesetzt. Ja? Das ist uns wahrscheinlich noch nie passiert. Das heißt, wenn man seinen Willen stärken will, dann nimmt man einen Lebensstil und auch vor allen Dingen Getränke, keine gesüßten Kaloriengetränke, sondern ganz schlicht einfach Wasser. Okay. Weil Wasser reinigt und Wasser tut den Durst löschen. Wenn man jetzt Säfte oder Sinalkos oder was auch immer trinkt, dann trinkt man zwei oder drei Gläser, aber nicht, weil man Durst hat, sondern weil es so gut schmeckt. Ja. Und deshalb muss man sich selber Gewohnheiten aneignen, die einen unterstützen, dass man sich optimal ernährt, das heißt nicht konzentriert, sondern natürlich. Mhm. Und wenn wir einen guten Willen haben, dann sind wir nicht so schnell zum Versuchen bereit. Ja. Wir haben unsere Prinzipien und zu der stehen wir. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel morgens solche süßen Flecks und die ganzen Flocken essen, dann bin ich nach 2 Stunden unbeherrscht, weil ich in die Blutzuckerunterzuckerung komme und ich bin hungrig und dann mache ich alles um jeden Preis, nur um etwas Essbares zu kommen. Das kann einem mit der Naturkost nicht passieren. Mhm. Da bist du. Als unsere Kinder haben alle kein
Lunch, also keine Festspeise mitgenommen. Ja. Die haben ein gutes Frühstück gehabt und dann haben sie durchgehalten bis zum Mittagessen. Ja. Und es gibt Ausdauer und es gibt eine ganz gute Psyche auch. Ja. Jetzt da. Gut. Das ist der Bananenaufstrich? Das ist der Bananenaufstrich, ja. So. Dann haben wir jetzt zu den Waffeln, machen wir uns noch, und zu den Brownies, eine Fruchtsoße. Wir machen Brownies. Ja. Aber erstmal die Fruchtsoße. Ja, genau. Nein, du hast recht, wir machen zuerst die Brownies und dann passt es besser zusammen. Gute Entscheidungen treffen. Und zwar, ich habe eine Bekannte, die war eine kurze Zeit, weiß ein Viertel, halbes Jahr, ich denke halbes Jahr in Amerika, hat eine Gesundheitsausbildung hinter sich gebracht dort und hat mir geschwärmt von Brownies mit schwarzen Bohnen. Mit das schwarzen Bohnen, nicht mit braunen Bohnen, wie man vermutet. Nein, mit schwarzen Bohnen. Und sie war so begeistert, dass ich gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn du mir das Rezept gibst. Aber meine Vision von einem schönen Rezept ist, dass es nicht mehr wie 5 Zutaten hat. Ja? Ach, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Bananenaufstrich haben wir Studentenfutter und Banane. Ja? Oder zum Beispiel bei der Sahne haben wir Cashewnüsse, Wasser, Zitrone und ein bisschen Salz, Pasta. Ja. Ja. Und das macht eine auch die Freude, dass man selber macht. Wenn man aber so eine Latte von Zutaten hat, dann fehlen bestimmt 2 oder 3 Zutaten und dann fragt man sich, kann ich das noch machen? Und die Frage braucht man sich dann meistens nicht so oft stellen, wenn man einfache Rezepte nimmt. Und da waren mir zu viele Zutaten drin. Okay, hast du reduziert. Ja, und ich habe dann... ja, ich habe ein Händchen im Internet Sachen zu finden und kenne auch Leute, die überzeugend sich so ernähren, wie sie das weitergeben. Und das ist bei Dr. Neil Barnhart. Aha. Er ist eine Koryphäe in der Naturheilmedizin. Ist das Amerika, oder? Ja, richtig. Er hat sehr wertvolle YouTube-Filme. Es gibt deutsche und amerikanische. Und er heilt alle Krankheiten mit Milch, tierisch eiweißfreie Ernährung und fettfrei. Also wenn man jetzt, sag ich mal, ein bekanntes Beispiel hat, Krebs, dann muss man den Stoffwechsel auf dem niedrigsten Minimum haben, dass er Zeit hat, sich zu erholen. Und das darf man dann zum Beispiel auch keine Nüsse, aber schon gar nicht Öl oder Butter oder Margarine. Ne? Der einzige Luxus wäre ein bisschen Avocado. Und er heilt alle Krankheiten. Er hat als Arzt, als Junger, hat er die Leute in den OP geschoben und hat gemerkt, dass die Leute, wenn sie sich nicht umstellen, die Krankheit gar nicht loswerden. Die kommt wieder. Auf jeden Fall, das ist jetzt so simpel, die Brownies. Ich bin selber ganz begeistert. Okay. Und ich habe euch die mitgebracht. Die habe ich schon gebacken zu Hause. Und zwar backt man die nicht wie Plätzchen auf 200 Grad, sondern die werden nur bei 100 Grad 90 Minuten gebacken. Und weil uns die Zeit davonläuft, habe ich das schon zu Hause zubereitet. Und in die Brownies kommen diese Menge schwarze Bohnen eingeweicht. Was ist das Besondere an schwarzen Bohnen? Warum die und nicht andere? Es gibt ja auch braune Bohnen und ach, was ich weiß. Alle Bohnen haben ihre Vorteile, aber was sie alle haben, ist die gleiche Variante, das ist reichlich Ballaststoffe. Mhm. Und unser Darm funktioniert viel besser, wenn er reichlich Ballaststoffe bekommt. Und vor alle Dinge haben wir in Hülsenfrüchte eine Menge von Eiweiß, die das Milcheiweiß und das Käseeiweiß ersetzen. Also keiner meint, er müsste sterben, weil er keine Milch mehr hat. Okay. Nur eins muss man berücksichtigen, dass Hülsenfrüchte und Zucker nicht zusammenpassen. Okay. Also wenn man morgens zum Beispiel ein Marmeladebrot isst und mittags Hülsenfrüchte, dann gibt es Blähungen. Oje. Also das heißt, schon der Tag wird justiert, wenn man morgens zu süß ist. Zum Beispiel auch wenn jemand Paprika oder nicht verträgt, dann muss man schon morgens aufpassen, dass man keinen Zucker zu sich nimmt und dann verträgt man das besser. Okay. Gut. Und dann kommen Datteln rein. Mhm. Wir haben hier eine Portion Datteln. Und hier haben wir statt Kakao haben wir Karobpulver. Ja. Karob hat kein Theobromin, hat aber dieselbe Wirkung, wie man Kakao einsetzt und hat dadurch keinen Suchtstoff in sich. Dann gibt man den Chiasamen. Das musst du erklären, was ist das? Chiasamen? Chiasamen ist ähnlich wie Leinsamen, eine Saat. Und wenn man sie einsetzt, dann mehlt man sie und dann kann man es praktisch auch wie Flohsamen, dann tut es quellen
Und es ist ein wunderbares Ergänzungsmittel, statt Stärke oder was anderes zu nehmen. Wir haben hier auch wieder eine ganz Vielzahl von Vitaminen, Mineralstoffen und vor allen Dingen Omega-3 und 6 Fettsäuren. Mhm. Und dadurch, dass die meisten Menschen sehr viel Weißmehl zu sich nehmen und Industrieprodukte, fehlen überall die Omega-3 und Omega-6. Mhm. Weil Omega-3 und 6 hat immer etwas zu tun mit Verderbnis. Sobald es das gemahlen ist und mit Sauerstoff zusammenkommt, dann wird es ranzig. Ja. Und deshalb gibt es Naturprodukte in Fastfood fast nicht, weil das dann die Lagerhaltbarkeit reduzieren würde. Ja. Gut. So, und dann kommt also diese schwarzen Bohnen, diese Datteln. Und dann haben wir als einziges super Lebensmittel ist Mandelmus oder Haselnussmus. Mhm. Und die 2 Esslöffel, die kann man danach ermessen machen. Je größer der Löffel, desto besser wird's. Okay. Und dann 1 Esslöffel Zitronensaft zum Abschmecken. Und ihr könnt es dann nachher probieren, wie das schmeckt. Also ich habe gestern Gäste gehabt, denen habe ich das auch präsentiert und die waren ganz begeistert. Gut, dann bin ich mal gespannt. Kein Backpulver, nichts. Ja? Weil Backpulver ist zwar hat eine tolle Eigenschaft, sie erhöht die Qualität, nicht von der Qualität, sondern von der Menge des Volumens. Ja. Aber man weiß, dass Backpulver basenüberschüssig ist, aber unser Magen arbeitet mit Säureüberschuss, dass es zerlegt werden kann. Und deshalb ist Backpulver eigentlich kein gesundes Produkt, sondern es ist ein Produkt, was man meiden sollte. Wenn man natürlich jetzt, ich habe jetzt in 2 Monaten eine Hochzeit auszurichten und man macht eine Hochzeitskarte, dann nimmt man halt Backpulver. Ja. Aber das ist davon nicht die Regel. Man auch nicht, genau. Ja, richtig. Aber es ist nicht die Regel. Ja. Gut, so viel zu den Brownies. Und er empfiehlt, Neil Barnard, dass man eine Soße serviert aus Banane und Heidelbeeren. Und die stellen wir jetzt einfach her. Okay. Und da wir jetzt wieder praktische Leute sind, machen wir ein bisschen mehr und dann können wir die Soße auch nehmen für die Waffeln. So. So. Hier haben wir Heidelbeeren. Mhm. So. Und da wir so viele Leute sind, machen wir jetzt noch eine Banane drunter. Bananen sind ja mit so die vielseitigste Obst, was es so gibt, nicht wahr? Also ich kein Frühstück fast ohne Banane. Damit ersetze ich auch Butter. Ja? Ja. Ja, ich bin schon 50 Jahre dabei, mein Gewicht zu halten. Und ich muss aufpassen mit zu viel Fett. Und es geht am besten, wenn man das Fett eliminiert, weil im Grunde genommen Fett nicht satt macht. Aber wenn ich jetzt eine Banane aufs Brot esse, dann bin ich satt und gut. Esse ich aber Marmelade aufs Brot, dann schmeckt es so lecker, dass man 2 oder 3 Scheiben isst. Aber Bananenbrot kommt man nicht so schnell auf die Idee. So. So, die Soße haben wir jetzt fertig. Und wenn man jetzt das Obst vorher eingefroren hätte, die Heidelbeeren und die Banane, dann hätte man ein ganz tolles Rohkosteis. Genau. Und wir haben jetzt eine Soße draus gemacht. Man kann Heidelbeeren ersetzen mit Erdbeeren, man kann es ersetzen mit Himbeeren. Was das Herz begehrt. Ja, man kann Nüsse drunter machen. Aber ich finde, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man nicht so viel Kalorien zu sich nimmt, dann kann man auch mit leben, dass nicht überall Sahne und nicht überall Nüsse drin sind. Weil eine Krankheit entsteht nicht in einem Tag und auch nicht in einem Monat, sondern es ist ein Gärprozess von vielen Jahren, bis es zum Ausbruch bringt. Und der Körper braucht auch nicht einen Tag Rohkost, um gesund zu werden, sondern er braucht auch wieder Zeit, bis es abgebaut ist. Und von daher aus würde ich empfehlen, einfach bedacht diese Nahrungsmittel auszuwählen, dass man praktisch in der Naturkost, in dem Obst und Gemüse, ist der Instinkt und die Eigenschaft mit enthalten, dass sie reinigend sind. Also ich habe nicht nur gegessen und habe Kalorien zu mir genommen, sondern sie haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, in uns zu reinigen. Und unser ganzes Leben besteht aus Reinigung.
Immer wieder gehe ich meine Bücher durch, immer wieder mache ich hier durch die Tür auf in meiner Wohnung, wo ich einfach merke, diese Dinge sind mir ein Hindernis in meinem Leben. Und ja, auch Unordnung ist ein Hindernis. Es motiviert nicht, sondern es tut einen einfach hindern, weil in einer ordentlichen Wohnumfeld ist man motiviert und macht Freude. Und der beste Weg, um einfach diesen Weg einzuschlagen, ist mit kleinen Schritten anzufangen. Und damit kommt man dann auch irgendwann an. Das ist wohl wahr. Das heißt, das haben wir jetzt soweit alles absolviert, was du vorgehabt hast? Ja, ich denke, dass wir jetzt am Ende sind. Wunderbar, dann danken wir dir für diese Einblicke in die weitaus faszinierende Welt der Rohkost, als die meisten sich das vielleicht vorgestellt haben. Wir sind hiermit ans Ende gelangt, was die Präsentation beginnt. Alle, die jetzt das zuschauen auf Juul Media, haben das Pech, dass sie nicht mitverkosten können. Meine Frau zeigt mir etwas, ich kann es nicht lesen. Ach so, ja genau, das werde ich dann noch sagen, genau. Wir verabschieden uns von allen, die jetzt die Aufnahme anschauen und hoffen, ihr bleibt uns treu auf Juul Media TV und wartet auf den nächsten Kochkurs, der dann auch in Bälde sein wird. Wir haben einige spannende Programme in der Zukunft und ja, damit verabschieden wir uns. Und alle für die, die hier sind, wir haben das große Vorrecht, das jetzt noch testen zu können und schmecken zu können. Und ich würde vorschlagen, dass bevor wir das tun, ich denke, es ist schon alles angeschnitten. Ich habe gerade noch was. Wer Interesse hat, noch mehr Rezepte von mir kennenzulernen, ich habe also 2 Kochbücher, Aus dem Garten, aus dem Tisch und Genussvoll Leben. Genau. Der kann die wir haben die dabei. Genau. Und ein drittes Buch ist in Bearbeitung. Ah, okay, das heißt, du bist dabei, ein weiteres zu schreiben, genau. Ja. Ich würde vorschlagen, dass bevor wir essen, dass wir gemeinsam beten und lade euch ein, dass wir zu einem Tischgebet aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns so viele wunderbare Lebensmittel geschenkt hast und dass du für alles gesorgt hast, was wir brauchen und uns nicht nur das Notwendige geschenkt hast, sondern so vieles, was uns Freude macht und was uns in uns Kreativität erzeugt. Wir danken dir für alles, was wir gelernt haben über die Rohkost und danke jetzt auch für das Essen, das bereitet ist, das schon bereitsteht und wir möchten dich bitten, dass es uns gut schmeckt, dass es uns gut bekommt und dass wir vor allem dadurch auch erkennen, wie sehr du uns liebst und wie sehr wir dich auch zurücklieben dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Thank you.